Hallo, hier beim Waldmischel. Ich sitze jetzt auf meiner Couch und natürlich, eben hat man den Turm noch gesehen, trinke ich hier ein leckeres Turmbräu Weißbier. Es steht da noch drauf, naturtrüb. Das sieht man jetzt aber durch die Blechdose leider nicht. Es soll ja demnächst durchsichtige Beton geben. Vielleicht gibt es ja irgendwann durchsichtige Blechdosen. Ja, hier waren wir da, wo unterwegs, wo waren wir da? Wir waren in Frankreich, natürlich, klar. Mein Hauptreiseland ist ja Frankreich, weil da passt einfach alles zusammen. Die Menschen schreien nicht den ganzen Tag. Und ja, wie man das halt jetzt aus Italien kennt oder wie ich das so aus Italien kenne, das hat mich da immer eher abgeturnt. Und in Frankreich, da habe ich das noch nie so erlebt. Also das gefällt mir einfach super gut da. Ja, rechts und links stehen ein paar Bäume. Zu viel Grün gibt es in der Städte ja nicht. Das wollen die auch gar nicht so. Das muss man nur pflegen und wegkehren und naja, dann ist es halt schon besser, wenn da nicht zu viel Grünzeug ist. Und alte Orte, alte Häuser, enge Straßen, dafür gibt es halt immer ein bisschen Schatten. Und naja, so, was soll man noch erzählen? Ja, das macht halt einfach Spaß, da durchzufahren. Ja. Ich war da mit der Transalp unterwegs. Ich bin ja umgestiegen vor 2 Jahren, glaube ich. Ich glaube, ich muss dieses Jahr mal zum TÜV. Ich hatte ja 7 Jahre lang die Triumph Sprint ST 955i. Die war eigentlich ganz toll, die war super. Da hat man eigentlich, also ich habe da richtig gut darauf gesessen. Man konnte da 400 Kilometer fahren und da hat man immer noch Sprit gehabt und konnte sich bequeme Tankstelle suchen. Heißt also zum Beispiel von mir an die Ardèche sind es 800 Kilometer, da habe ich gerade einmal tanken müssen zwischendrin. Und weil ich angekommen bin, hatte ich immer noch genug Sprit im Tank, um meinen Kocher damit zu befüllen, um mir da noch ein schönes Steak zu brutzeln. Ja, die Transalp, das war dann irgendwie so ein Zufall, die hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Vorher hatte ich schon mal Varadero 125, der traue ich eigentlich immer noch nach. Die war also vom Sitze her fast noch besser. Sitzbank war wesentlich bequemer, also irgendwo fester. Gerade große Strecke waren also mit der 125er Varadero total einfach zu bewältigen. Auf der Transalp tut mir dann schon hin und wieder mal der Arsch weh und naja, ich schiebe das immer so vor mir her, die Sitzbank aufpolstern zu lassen. Mal warte mal ab, vielleicht schaffe ich es ja. Aktuell habe ich gerade das Sitzbank weg für meinen 125er SKR. Da habe ich ja noch ein fast neue vor der Tür stehen und den will ich die nächsten Jahre fahren. Und da habe ich gedacht, jetzt machen wir halt mal eine Sitzbank. Aber naja, mal gucken da, ich bin an so einem Lade gelandet. Vielleicht gehe ich das nächste Mal woanders dahin. Naja, die Sprint ST, wie gesagt, die war eigentlich so toll, schön. Die Transalp, das hat sich dann so durch Zufall ergeben und auf der sitze ich halt wie auf meiner 650er Suzuki. Das war halt das, was ich immer irgendwie dann doch wieder gesucht habe. Der Motor der Transalp, der ist nicht ganz so laufruhig wie der von der Suzuki. Der schuckert ein bisschen, das stört mich, aber man gewöhnt sich dran. Sie haben halt wohl versucht, so ein bisschen Einzylinder-Feeling da rein zu implantieren und holla. Ja, das ja, ist Geschmackssache, aber es ist halt dabei und ich kann es nicht ändern. Und GR650, Suzuki GR650, die steht halt aktuell auch nicht mehr an jeder Ecke und wäre ja dann auch schon, je nachdem, uralt. Naja, auf jeden Fall ist es halt angenehm mit der Traxen, Quatsch, mit der Transalp. Man sitzt halt hoch, man hat eine gute Übersicht, die Reifen sind schön schmal, das Ding ist super handlich.
so, man kann spät bremsen, sie taucht dann schon ordentlich tief ein, aber das kennt man ja, das macht einem ja auch nichts irgendwie und eigentlich macht es ganz viel Freude. Auf schlechte Straße kann man schön drüber bolzen, das ja, es zerschlägt einem nicht die Handgelenke und so. Das ist also insgesamt ein super tolles Paket, was ich da jetzt habe und mal gucken. Da bin ich ja gerade bei meinem Triumphhändler gelandet. Ich habe da, ja, schwuppdiwupp, da ist was verschüttet gegangen. Ich war da auf jeden Fall bei meinem Triumphhändler. Die haben sich alle riesig gefreut, dass sie mich mal wieder sehen. Wir haben uns fürs Neujahr gesagt und habe das dann bei einem schönen schwarzen Kaffee begossen. Und, naja, das, wer da gerne mal mit mir hin möchte oder wer wissen will, wo das ist, der kann mich gerne mal darauf hin ansprechen. Und das Weitere sehen wir, also ich war da mit einem Roller unterwegs, mit meinem Piaggio SKR. Das ist mir so das liebste Fahrzeug, mit dem besuche ich am liebsten die Händler, also am liebsten neue Händler, die besuche ich da immer mal. Und wenn die dann meinen Roller sehen und mein alter Schuh und dann merke ich schnell, ob die einen Deal mit mir machen wollen oder ob die mich einfach nur für jemand halten. Naja, gut. Man kennt es ja. Ja, okay, dann bin ich da weitergefahren und schwuppdiwupp ist dann natürlich wieder der Zündkerzenstecker runtergefallen. Das war das zweite Mal an dem Tag. Beim ersten Mal war ich nur so halbherzig und habe mal unten reingelangt. Und beim zweiten Mal hat er dann keine Lust gehabt. Zwischendrin ist natürlich auch noch die GoPro vom Roller schon abgefallen. Und naja, man sieht da den schönen Helm, den ich da jetzt hab da. Der ist total easy und bequem und den gibt es aktuell noch bei. Könnt ihr mich auch drauf ansprechen. Ich hab da jetzt nichts davon, ich krieg da keine Prozente, aber was soll's. Ja, natürlich habe ich den Thermoboy-Kombi an von dem anderen Geschäft und so. Und ja, jetzt ist schon wieder vorbei. So glaube ich, da bin ich bei dem anderen Händler und jetzt ist schon wieder Feierabend. Dann sage ich mal Tschüss, das war der Waldmischl.